So, und dann ist bestimmt hier drüben irgendwo da der andere. Ja, das muss doch bestimmt jetzt der Heiler sein. Super, Tempel der Finsternis gefunden. So, Eile ist noch 2 Stunden aktiv. Waff mal bitte einmal Eile nach. Habe ich das überhaupt mitgenommen? So einzeln? Nicht, ne. Was ist denn ja in dem hier mit Beine? Tag des Schutzes? Ne. Stunde der Macht. Und dann bekämpfen wir jetzt hier auch alle wieder. Den eigentlich auch clearen hier komplett. Ist doch wieder ein älterer hier. Wir müssen auch erstmal auf die gehen, weil die auf uns schießen können. Erstmal den wegmachen. Kommt so, ja. Nein, den lassen wir nicht ran hier. So, jetzt kann er ruhig herkommen, der kommt hier nicht mehr an. Irgendwie schwebt dir doch noch einer über mir oder so. Auch leicht. Kommt ihr jetzt her? Irgendwo tümpelt da vorne noch einer rum. Aber ich bin ehrlich, ich sehe den nicht. So, was ist hier denn so für ein Wasser? Nix drinne. Kann ich nicht trinken? Nichts. Alles klar. Auch nix. Also, hier runter am besten gleich. Kurz was gucken. Die hier schnell wegmachen. Wenn sie nah rankommen, ne, dann fallen sie auch so schnell um. Ist richtig gut. Hier ist ein Altar, da ist bestimmt noch was hinter versteckt. Er hat nicht so Bock da hinten in der Ecke, sind zwei sogar. Okay. Was ist dahinter versteckt? Mal schauen. Nichts. Nichts wirklich, außer zwei, die sich da wohl eingesperrt haben, oder so, finde ich auch mal so gut. Machst du irgendwelche Geheimgänge auf? Und dann laufen da noch so Dudes rum. Oh, 1 bis 6 Feuerschaden. Da macht deine doch. Ist auch besser einfach. Und wir machen dich hier auf. Noch ein Zauberstab, weil wir ja schon so wenige haben. Auch nur Gold. Aber wir machen heute noch die 500.000 voll, ey. So, wo sind wir hier? Das ist eine Falle. Ganz nett. Ganz nett, sagt er. Hier alles aufmachen. Ich glaube, unser Inventar wird wieder voll, bevor wir hier überhaupt alles haben, soweit. Zauberpunkte plus 10. Nicht verkehrt. Opferung. Was ist denn Opferung? Rüstungsklasse plus 14. Könnte er gebrauchen? Was hast du für Handschuhe? Nur stinknormale. Guck mal, das ist doch.
Nicht so ganz verkehrt. Intelligenz plus 4. Und kannst du jetzt die Krone gebrauchen? Ja, die nimmst du. Also wenn er nicht einfach wäre, hätte ich ihm den Umhang mit Intelligenz ja gegeben. Aber das nur so ein einfacher Umhang ist. Ich hätte doch nicht ganz einig, ihm den zu geben. Boah, Intelligenz auf plus 10 auf Intelligenz und Glück. Das ist ja wie gemacht für dich. Bam. Sehr geil. Plus 3 unbewaffneter Kampf und Ausweichen. Für einen Mönch wäre es jetzt nicht schlecht gewesen, ne? Oh, schön, unsere halbe Million ist voll. Alter, was ist das denn für ein Bogen? Der muss doch überkrass sein. Der muss doch überkrass sein. Was? Ein stinknormaler Bogen gefühlt. Plus 15 auf Ausdauer. Ausdauer haben wir damit voll. Und dann können wir Kondition auch nochmal mitnehmen. Demnächst. So. Du könntest den Bogen eigentlich mal haben. Ist deiner schlecht oder besser? Ah, der ist besser. Sechs, haben wir noch irgendwo einen stinknormalen Bogen oder so? Nö. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Armbrust und Bogen? Weil, oder macht es irgendwie Sinn, dann nur Bogen zu nehmen, wenn man Bogen auch trainiert hat? Oder zählt Armbrust dann als Bogen? Ich denke mal schon, ne? Plus 3 bis 18, ey. Sehr, 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 sehr nice. Hier ist auf jeden Fall irgendwie für die Schatzkammer. Ah, gut. Schattenzauber haben wir nicht. Intelligenz und Glück. Nö, da haben wir gerade das Gleiche gefunden. In guten Schuhen. Wow. Den kriegst du ja safe, du. Das noch alles unterbekommen. Gut, er hat es gerade noch so bekommen. Die Brust will ich auf jeden Fall verzaubern. Alter, nochmal so viel. Muss jetzt gleich erstmal verkaufen. Das nützt ja nichts. Reaktion könnte einer von euch vielleicht haben. Bisschen was für Schutz machen. Du den noch? Schild. Schild. Das würde ich eigentlich jetzt gerne noch mitnehmen, die beiden Schilder hier. Obwohl, wie viel bringen die? Ach, schon viel, ne? Könnte man die einfachen Brustteile hier vielleicht entsorgen für. Und dann müssen wir da mal ein bisschen was loswerden. Der kann dann auch weg. Jetzt könnten wir da sowas hier hinpacken alles. Jetzt kriegen wir doch hier da den nicht mehr. Schade.
Was hast du denn gerade als Kette? Wasserresistenz, ja, den können wir jetzt austauschen, ist klar. Ah, das müsstest du aber jetzt mitbekommen, ja. So ist so gut. Jetzt müssen wir uns tatsächlich ja erstmal, würde ich sagen, rausporten und verkaufen. Bisschen Gegner können wir ja noch wegmachen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt da drüben ist ja nochmal so ein Raum, wenn da jetzt wieder so viele Stränge stehen. Dann ist das natürlich uncool. Oh, die Fässer würde ich noch gerne mitnehmen. Weil dann machen wir auf jeden Fall gleich, dass wir Skelet noch die Kondition beibringen auf Meisterstufe. Grünes Fass. Jo, nice. Noch ein grünes Fass. Oh, ich glaube, jetzt hat er genug Ausdauer. Tatsächlich. Ah, den Ring muss er natürlich auch anlegen dann. Und dafür kriegst du Körperresistenz weg. Braucht man nun wirklich nicht. Kann man das trinken? Trinkt das was? Nö. Hier noch irgendwas drin? Nein. Violett kriegst du heute mal. Oh, und irgendwo wird er noch auf uns geschossen, oder bilde ich mir ein? Hier ist eine Geheimtür, wo es weitergeht. Mal schauen, wir kamen ja von hier. Waren wir hier nicht auch schon? Oder seid ihr abgehauen? Ihr seid abgehauen, ne? Na gut. Machen wir die trotzdem schnell weg. Gold nehmen wir auch mit. Hier waren wir ja halt auch überall schon. Da ist ja der Eingang. Ich da oben noch mal irgendwann erwischen werde. Weiß es ja nicht, ne? Irgendwie muss man da oben um ja auch hinkommen. So gut, wir teleportieren uns erstmal weg. Stadtportal nach. Ich finde ja, in Erasia kann man immer mit am besten verkaufen. Ach, ja. Ist natürlich bis zum Helm warten. So, verkaufen. Ist hier wieder, sind die alle wieder geschwächt? Nicht, dass wir jetzt irgendwie gute Rüstung verkaufen. Hier könnten wir nochmal schauen, ob wir da was Gutes verzaubert bekommen. Die Handschuhe. Den Helm nicht unbedingt. Das restlichen sind Waffen. Die verkaufen wir bei deinem Kollegen. Ja, ist doch gut. Den Bogen kannst du bestimmt noch gebrauchen, oder? Plus 7. Plus 8, 5, die 2. Jo, jo, jo. Den nimmt sie. Kannst du den Rest hier verkaufen? Das noch alles in die 3 packen, um das zu erkennen. Inventar geht halt viel zu schnell voll, meiner Meinung nach. Also entweder müssen sie ja weniger Sachen dann hingeben, so die ganzen Kleinkram brauchen sie doch gar nicht dahin packen. Man braucht es auch nicht mitnehmen, aber das wissen wir alle, das macht man trotzdem. Kein Platz mehr leider. Das kriegen wir noch hin. Machen das hier unten so hin. Zack, zack, zack.
nirgendwo was Gutes drauf oder so. Hast du eigentlich schon alle Ringe? Ja, alle haben überall Ringe, gut. Kriegst du das noch darunter? Kannst du jetzt wieder verkaufen. Glaube, dass wir heute sogar noch die 600.000 voll machen. Easy. Versuch mal kurz da was Gutes drauf zu machen. Ausdauer. Das kann nicht stacken, ne? Bei den Teilen. Also, wenn ich jetzt einmal schon Ausdauer habe, müsste ich das erst rausnehmen, ne? Was ist? Ne, komm, die nehmen wir trotzdem mit. Bab. Bab. Noch so einer. Und so viele Zauberstäbe mittlerweile. Zerrissene Seite. Die zerrissene Seite kennen wir schon. Dass wir die jetzt gerade eben gelootet haben, weil könnte ja ein Rätsel drinne versteckt sein. Das. Angriff 11 Schaden. Addiert 5 Punkte auf körpermagischen Schaden und plus 2 auf Entschärfen. Nee, verkaufen wir es. Ist schon nicht schlecht. Aber verkaufen wir. Und da auf der Rüstung möchte ich was Gutes verzaubert haben. Ich hoffe, dass da einer ganz guter Zauber drauf kommt gleich. Recht fix. Also Zauberstäbe können wir auch alle mal verkaufen. Dass wir von jedem einen haben vielleicht oder so. Hier, zack. Limits Licht, Klinge und Feuer, ne? Blitz können wir noch mitnehmen. Eis, das haben wir. Ne, haben wir noch nicht. So, Verletzen haben wir auch noch nicht. Funken nicht. Licht auch weg. Feuer weg. Eis ist weg. Klinge weg. Dann haben wir jetzt nur noch die hier. Über. Wie sortieren wir das? So, so, so. Ne, da können wir mal so einen runter machen. Und so. Da passt es doch ganz gut. Oh, das Schild noch verkaufen. Hat keinen Platz mehr. Natürlich für das Schild ist kein Platz mehr. Hatten gar nicht mehr so viele Waffen. Aber Rüstung haben wir noch einiges. Bam, bam, bam. Alles weg, alles weg, alles weg. Körper ist. Nee, 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 nee. Jo. Schild noch. Ah, hier ist noch Ring versteckt. So, sieht das doch hier auch gleich wieder ganz gut aus, wenn wir das mal ein bisschen wegmachen. Machen wir bupp, bupp, machen die leeren Flaschen auch nicht voll, weil wir hatten das ja schon öfters mal, dann brauchten wir irgendeinen und hatten keine leere Flasche über und so. Deswegen lassen wir das lieber so. So, jetzt mal auf gut Glück nochmal hier so ein schön, schon schöne Rüstung hier raussuchen. Oder, ach, kann man eine Waffe machen. Werden. Da kann man sich eigentlich am Anfang immer noch mal so eine ganz gute Grundausrüstung rausziehen. Würde ich mal behaupten. Kannst ja auch keinen Ring. Macht ja auch keinen Sinn.
So ist doch gut. Bam, speichern. Jetzt müssten wir rein theoretisch mal nach Dejaw. Und Kondition lernen müsstest du ja eigentlich jetzt haben, alles, oder? Attribute Ausdauer bei 74. Locker. Fliegen an. Ist auch gestern erst gewesen, wo wir Fliegen geholt haben. Gut, gestern haben wir auch echt viel gemacht, ne? Eigentlich fast zu viel. Dafür aber heute dann nicht ganz so viel. Ich denke mal bis, oh, weiß nicht, bis 17 Uhr oder so. Sind auch wieder da. Ich weiß, was ich ausprobieren möchte. Meteoritenregen. Scheiße, wir haben uns selber getroffen. Eigentlich dämlich, dass ich die mache, ne? Trotzdem nichts Gutes. Eine Zeitverschwendung. Das ist ungebufft, wie wir das schnell machen, ne? Oh, da oben ist eine Prüfung, die können wir mal machen. Natürlich nur mit. Macht ihr denn jetzt alle hier? Aber was hast du denn jetzt? Verflucht? Ach du dicker Aal. Haben wir halt mittlerweile gar kein Problem mehr mit. Da wir das ja easy wegmachen können. Aber ich glaube, eine Verfluch. Habe ich schon mal einen Fluch weggemacht? Doch, Fluch habe ich auch schon mal weggemacht. So, dann machen wir Tag der Götter rein. Ihr habt schon gewonnen. Hab gewonnen. Hat auch gewonnen. Auch gewonnen. Was hast du denn? Bist auch verflucht? Dann sieht der richtig behindert bei dir aus. Das haben wir ja alles noch gar nicht gesehen. Weil er ja sonst immer irrsinnig war. Gespeichert und fliegen. Kondition. Wo war der denn nochmal? Ich meine, der war hier irgendwo in den Häusern. Schattenexperte. Streitkolben-Großmeister. Konditionsmeister, zack. Sehr nett, sehr nett, sehr nett. Hast du noch Fähigkeitspunkte? Nee. Wir fliegen mal kurz. Stadtportal. Dahin und lassen uns noch mal einmal ausbilden. Ich hoffe, das klappt, damit wir dann uns Konditionsgroßmeister und Waffenmeister-Großmeister machen können. Jetzt haben wir bald 50 erreicht. Und er 49, weil wir da ein bisschen was in Lernen gepackt haben, aber ach, auch eigentlich nicht so wild. Großmeister, bam. Dann hätte ich gerne hier noch ein bisschen was im Bogen noch ein, auf jeden Fall. Da noch einen rein, so. Was machen wir hier? Bisschen was in Wassermagie, würde ich sagen. Und da nochmal so Luft. Auch gar nicht so unbedingt. Hier
hier würde ich sagen, können wir noch ein bisschen Meditation mitnehmen. Sind eh gerade hier, dann machen wir den noch zum Meister. Hat sie auch ein bisschen Mana und dann kann sie auch mal raufschießen oder so. Wenn man nur Magie geht oder so. Hier könnten wir dich. Du bist schon Meister, also mehr geht hier auch nicht. Jetzt ist sie im Bogen ja schon richtig gut. So. Was machen wir hier noch? Meditationsgroßmeister will ich auf jeden Fall hier machen. Kannst du das nicht sogar schon? Nee. Du kannst auch gar nicht, ne? Du schon? Müssen wir gleich mal schauen, wo der Großmeister ist. Reitkeulen könnten wir dich natürlich auch noch auf Meister machen, aber nee. Gehen hier auf Lichtmagie, würde ich sagen. Noch weiter. Oder Körper. So ist doch schön. F11 gespeichert. Rufen wir mal wieder meine schlaue Excel-Tabelle auf. War nicht Excel-Tabelle, aber Word. Scheiß. Was auch immer. Datei. So. Wir müssen jetzt den Waffenmeister. Großmeister davon. Meister GM suchen. Dann müssen wir den Konditions GM suchen. Reparieren Großmeister haben wir. Platte Großmeister haben wir auch. Schwert haben wir auch alles. Gut, gut, gut. Da können wir nicht Großmeister werden. Hätte ich mir aber gedacht eigentlich. So. Nichts gegen gehabt. Da sind wir Großmeister. Dann sind wir hier durch. Sie, die Großmeister in Meditation. Der ist, denke ich, nochmal wichtig. Dann ist das hier auch gut. Sonst hast du, hier hast du ja alles. Chemie kannst du nicht weiter. Ja, und das andere bringt ja nichts. Meditation, Meister, da langt ja auch. Erkennen hat er. Nö, da ist alles gut. Oh, hier müssten wir noch Meditation normal lernen. Also Meister. Weiter kannst du hier wahrscheinlich. Du könntest bis Großmeister kommen. Das kann nicht mal der Magier. Auch nicht schlecht. So, kurz mal nachspicken, wo das alles ist. Hier müsste da Waffenmeister, Großmeister ist in Land der Giganten. Oha, da müssen wir auch noch hin. Wenn da wohl hinkommt. Koalition, meine ich, war doch in Nyon, oder nicht? Nyon. Da. Ja. Nyon. Meditationsgroßmeister, den haben wir ja schon einmal. Nur der Druide stand da nicht. Ich kann das. Da stand doch, ich kann das, oder nicht? Also nach den.
Nein, ich kann da gar nicht Großmeister werden. Bin ich da auch verrutscht, ne? Ja. Toll. Na gut, dann eigentlich nur noch einmal Teleport nach. Erasia. Dann schauen wir mal, ob da vielleicht heute sogar die Pferde vielleicht hinreisen wollen. Nee. Gut, dann fliegen wir da gleich hin. Zwar mit dir. Müssen nämlich jetzt einmal nochmal wieder nach Deja natürlich. Um Meditationsmeister zu werden. Eigentlich müsste der hier irgendwo sein. Spielenmeister. Nö. Pferdelehrer. Könnten wir den eigentlich auch schnell noch einen hoch machen hier lernen? Ein hoch oder den auch? Irgendwie nochmal schneller XP. Was jetzt Not tut, weiß ich nicht. Kann ich gar nicht Lehrer, geht gar nicht, okay. Doch, hier wird es gehen. Lernen Experte. Warum kann er das? Ach so. Da stand nicht Lernen, sondern Lehrer. Dämlich. Dämlich, dämlich, dämlich. Meditations. Ah, hier ist aber nur der Meister. Und der Experte ist in. Doch, ist auch hier irgendwo. Wo denn? Ah, bestimmt hinten in dem kleineren Dorf, da Experte. Bin ich da nicht gerade? Ach ne, hier drüben ist der, da. Ne, das ist ein Wirtshaus, ist er hier drinne. Gut, dann schnell nach Nighthorn mal reinflitzen. Und den Großmeister in Kondition machen, der müsste hier drinne sein. Ja. Sehr gut. Guck mal, jetzt hat der 1000 Leben. Alter, wenn der hier ist, hat er das Leben von denen. Nicht mal. Wie wir noch ins Land der Titanen kommen, weiß ich jetzt noch nicht. Aber will ich auch eigentlich noch nicht hin, denn, wenn ich da noch nicht hin muss. Müssen wir noch irgendwas lernen? Meditation ist rein theoretisch für Großmeister, aber das können wir ja nicht. Dann könnten wir jetzt gleich zurück. Vorher schlafen wir nochmal in einem Wirtshaus. Und zwar in welchen? Einfach Erasia, würde ich sagen. Mahlzeit. Gut. Speichern. Dann porten wir uns nämlich jetzt. In der Grube. Bin ich jetzt genau, welche triggert auf mich? Nee. Aber wenn ich den Anfangsbereich mich hier weggemacht haben. Aber wir hätten natürlich auch noch mal. Aber da hier ist was, das Wirtshaus. Alter. Ah, Zimmer mieten einmal bitte. Alter, wie lange schläft man denn hier?
Und Proviant einmal mitnehmen, bitte. Oh! Dann nehmen wir uns hier dann einfach mal den Proviant direkt mit. Ach, 5 Tage nur. Nee, dann machen wir das da. So, und jetzt hier mal reinkicken nochmal und Proviant mitnehmen. Proviant mitnehmen, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir nochmal da hinten hin. Scheiße. Scheiße. Ich will doch nur kurz raus, mich unsichtbar machen. Aber ich darf natürlich nicht so lange warten, ne? Ist klar. Grube, ab hier rein, Proviant kaufen, weg. Und geschafft. Sehr gut. Leben sieht auch noch alles gut aus. Dann machen wir jetzt machen wir jetzt schon die Buffs alle rein. Zumindest den großen hier, der immer so lange dauert. Den machen wir rein. Machst du den noch rein? Und kannst du noch unsichtbar schon mal reinmachen? Müsste die doch auch gleich wieder ready sein. Ja. Machen wir noch den rein. Ach, da sind wir aber nicht mehr unsichtbar, scheiße. So, komm, dann können wir auch alle jetzt reinmachen. Müssen wir zwar nochmal unsichtbar machen, aber das ist ja egal. Komm. Get ready. Dann machen wir für den Fall der Fälle auf jeden Fall Bewahrung noch rein. Ich habe keinen Bock, da zufälligerweise noch drauf zu gehen. Und dann haben wir das. Und dann müssen wir eigentlich nur noch Regeneration drauf machen. Das können wir natürlich noch schnell machen. Das sollte nicht lange dauern. Ihr Bogen muss noch verzaubert werden. Auch nicht, wie ich da jetzt noch drauf gekommen bin. Du hast noch keine. Du hast und du hast und du hast. Okay. Damit haben alle. Ja. 11 und unsichtbar und los geht es. Einmal durch. Müssen wir hier nochmal durch. Ist das schon der richtige? Ich glaube schon, ne? Das ist jetzt der richtige. Könnt ihr uns durchlassen oder? Nö, doch. Ja, gut. Dankeschön. Und dann müssen wir hier längs. Hier rüber. Darüber. Müssen Sie uns natürlich nur durchlassen. Okay, sehr schön. Hier, das haben wir ja alles schon geplündert. Dann waren wir hier links in. Boah. Gut, da ist nichts passiert. Das haben wir auch alles schon.
Die müssen wir jetzt als nächstes aufmachen, ja. Wollen wir das jetzt trotzdem clearen alles? Ich würde sagen schon, so schwer ist es nicht, ne? Dann kommst du von hinten hier? Alter. Davon ist einer schon fast weg. Der. Jetzt den noch schnell wegmachen. Das Ding ist, Skelett dauert halt ewig, bis der jetzt down ist. Da ist der versteckt. Wo bist du? Hallo. Da. Oh, hier sind auch noch mal welche. Gut. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Oh, wir müssen auch immer noch. Das verzaubern wir. Das verkaufen wir. Oh, was war da drauf? Regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. Nice, das kriegst du. Den Ring versuchen wir nochmal zu verzaubern. Blaues Fass Charisma nimmst du mit, natürlich. Grünes Fass wert noch eklig wenig Ausdauer. Du. Und ein rotes Fass kriegst weiterhin du. Weil du hast jetzt ja mittlerweile auch echt viel Stärke, ne? 260 Stärke. Das ist halt einfach der stärkste Charakter hier im ganzen Game, glaube ich. Guck mal, nicht mal die Falle macht mehr Schaden. kriegst du. Kriegst auch du. Muss noch verzaubert werden. Verkaufen, verkaufen. Orange. Kannst auch mal ein bisschen Intelligenz haben. Kannst du noch verzaubern? Verkaufen. Charisma wieder ab. So ist das doch hier ganz gut. Und jetzt machst du noch ein bisschen Zauberei auf alle Ringe. Und du kannst noch mal kurz deine Ringe anlegen. Ich weiß nämlich noch nicht für welche. Wir haben hier einen Reaktionsring, Geschickring, Ausweich, den brauchst du nicht. Dafür machst du Glück mit rein. Erhöhter Wert. Glück, Add-Resistenz brauchst du nicht. Erhöhter Wert. Dann könnte die hier nämlich auch verkauft werden. Du kriegst den Helm hier noch. Regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. Ist nicht verkehrt. Und schon wieder wurden unsere Mana-Punkte geklaut bei dem Charakter, wo es am wichtigsten ist. So, jetzt musst du dich hier noch an. Also die Brust braucht auf jeden Fall was Gutes. Die will ich haben. Der Rest ist mir relativ egal, was da aufkommt jetzt. Also wäre schon schön, wenn da was Gutes passiert. Zweimal entschärfen, okay. Und Feuerresistenz. Komm aber aufs Amulett. Und ich glaube nicht, dass schon jeder ein Amulett hat. Auf Stehlen und Entschärfen. Wollt ihr mich verarschen? So, aber dafür jetzt was Gutes auf die Brust. Komm schon bitte. Nein, das wollen wir nicht haben.